Hi, hi! Heute hier in der Natur mit meinen Star Wars Figuren aus der Black Serie, den Mandalorian, mit dem kleinen Grogu hier. Ich habe noch ein paar andere Figuren und mal schauen, was wir hier so alles mit den Actionfiguren erleben können. Und was wir für Bilder rausholen können, macht auf jeden Fall mega Spaß, gerade wenn Wasser und so im Spiel ist. Ich hoffe nur, dass sie nicht reinfallen ins Wasser. Das sieht, ist ein bisschen schmutzig, aber auch ein bisschen tief für die Figuren. Ansonsten kann das alles so schon aussehen. Da habe ich den Mandalorian hier an einem Baumstamm. Mal gucken, was wir da für Effekte rausholen können. Dass er gerade hier reinspringt. Oder vielleicht ins Wasser. Müssen wir mal schauen, ob der Ast ihn auch wirklich festhält. Nicht, dass ich am Ende meinen Mandalorian hier verliere und einen Mandalorian weniger habe. Müssen wir mal schauen. Hier habe ich auch einen ganz schönen Platz gefunden, gerade für die Star Wars Actionfiguren der Black Serie in 6 Inch. Geht bestimmt auch mit den 3,75 Figuren, aber die 6 Inch Figuren, ca. 15 cm, finde ich ein bisschen einfacher zu fotografieren. Die haben auch ganz schön viele Bewegungspunkte und man kann die richtig schön positionieren. Muss halt ein bisschen auf den Schatten achten, der hier entstehen kann. Das ist der Schatten. Ansonsten geht das ganz gut. Je nachdem, wo man sich positioniert und aus welcher Sicht man dann filmt, bekommt man dann exakt coole Bilder raus. Und ich finde, der Hintergrund, der passt ja schon mal richtig gut. Ja. Da ist Leia, Mandalorian und Boba Fett mit Grogu, bunt gemischt. Ich habe auch noch R2-D2 einstecken, aber unrealistisch, dass er diesen Felsen hier beklingen kann, besteigen. Deswegen habe ich ihn jetzt mal drin gelassen. Wir werden bestimmt noch einen anderen Platz und Ort finden, wo R2-D2 auch noch seinen Auftritt bekommt. Hat jetzt R2-D2 doch seinen kleinen Auftritt bekommen. Mal rausgepackt. Hier bewahren sich die kleinen Figürchen auf und R2-D2 kann Folgendes. So, hat der R2-D2 jetzt auch seinen kleinen Auftritt. Aber wir schauen jetzt mal, dass wir auch einen hübschen Platz für ihn finden und ein paar Fotos, kleines Video mit R2-D2 noch hinkriegen. Und einen weiteren schönen Platz haben wir hier entdeckt. Ja, das ist noch ein Baum, ein Baumstamm. Und da sehen wir auch schon was. War gar nicht so einfach, die zwei da zu positionieren. Was aber mega cool ist, hier hinten geht es gerade weiter. Ich habe aber jetzt nicht genug Figuren und das Material, da was Cooles draus zu machen. Fällt mir gerade nichts ein, bestimmt dann wieder, wenn ich daheim bin. Dann fällt mir dann sowas ein. So, Leia gibt sozusagen der Mandalorian die Hand und er zieht sie hoch. Und dann klettern sie weiter runter. So erstmal der Plan. Und auch hier, ja, R2-D2, ehrlich gesagt, hat da nicht so viele Chancen, hier seinen Auftritt zu bekommen. Weil, wie soll denn bitte hier da hoch?
Das ist ein bisschen schlecht. Ich muss weiter nach einem weiteren Platz suchen, um R2-D2 besser zu positionieren und dass er auch mal seine Chance hier hat. Müssen wir mal schauen. Solange gucken wir mit dem Mandalorian, was man da machen kann. Bestimmt einiges. Und so sieht das Ganze aus. Riesen Baumstamm. An sich kann man da bestimmte mega coole Sachen machen. Müssen wir mal schauen. Nur für R2-D2 leider nicht. So, an sich gefällt mir das schon richtig gut. Jetzt habe ich überlegt, ich bräuchte im Grunde genommen so eine Drohne, die da rumfliegt und das Ganze ein bisschen filmt. Denn mit meinem Handy ist das ein bisschen schwieriger. Ich gebe voll den Schatten hier immer ab. Mein Handy gibt den Schatten ab. Und so wäre das schon mega cool, wenn ich da so eine kleine Drohne hätte, die rumfliegen würde. Muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich das umsetzen kann. Das wäre ja mega cool. Richtig geil. Oder wenn es jetzt zu regnen anfangen würde, das wäre auch richtig cool. Sieht aber nicht danach aus. Müssen wir mal weiterschauen. Aber ansonsten gefällt mir das schon richtig gut. Macht auch mega Spaß, wenn jetzt nicht gerade ganz viele Menschen hier vorbeilaufen und dich anstarren. Ansonsten ist das schon ganz lustig. So, schauen wir nach einem weiteren Platz. Ich habe da hinten so einen Sandkasten entdeckt. Und den werden wir jetzt mal ausprobieren. Weitere kleine Stelle, die wir gefunden haben für unsere Figuren. Gar nicht so besonders. Ist hier einfach nur ja, so ein Holzstamm. Und hinten am Baumstamm erholen sich jetzt die Figuren vom ganzen Fotoshooting. Hier in der Mandalorian liegt schon. Die erholen sich jetzt alle so ein bisschen. Nur der kleine Grogu. Das sollte aussehen, als wenn er sich streckt und gähnt. Sieht aber ein bisschen aus wie eine Kampfposition. Bei Mandalorian hat es ganz gut geklappt. Bei den beiden hier, die können gar nicht wirklich sitzen. Das erschwierigt das Ganze. Ja, der kleine R2-D2 kann ja sowieso nicht wirklich viel, was die Bewegung angeht. Also man könnte bestimmt was machen, aber ist mir jetzt nichts eingefallen. Der kleine Grogu hier. Ganz im Mittelpunkt. Nur der Nachteil ist, was man jetzt sieht, können wir jetzt ein bisschen näher kommen. Hier. Er kann hier nicht wirklich sitzen, weil die Taschen hier ein bisschen blockieren. Das ist mir gar nicht so wirklich jetzt aufgefallen. Aber jetzt, wo ich ihn in gewisse Positionen bringen wollte, könnte vielleicht nicht mal wirklich hier hocken. Also er könnte nicht wirklich mal sich hier anlehnen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Der Mandalorian, den kannst du komplett, der kann sitzen, der kann liegen, der kann stehen. Klar, das Cape hier bei manchen Sachen stört auch ein wenig. Hier beim Sitzen und so. Da wird es auch schon ein bisschen schwierig. Muss man halt gucken, ob man es zur Seite legt. Dann geht es einigermaßen. Aber bei den anderen, für draußen ist das ein bisschen schwierig. Stehen und so geht alles ganz klar. Aber ja, andere Dinge muss ich mal gucken, welche Figuren ich dann besser mit rausnehme, die halt auch mehr können, also mehr von der Beweglichkeit. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Na, jetzt wird die zwei. Ist jetzt der? Ah, hier. Genau. Jetzt wird die zwei, ist meine Meinung. Mein kleines Täschchen hier noch, hatte ich auch in der Lootbox. Da packe ich dann die Figuren ein und transportiere die ein bisschen, dass nichts verloren geht im Rucksack, nicht einfach reingeworfen wird. So, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch ein Plätzchen finden, wo wir noch vielleicht ein, zwei Fotos machen können.